Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Dani LP. Mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zu WarioWare's Boot Moves. Oh. Ja, ein Spiel für die Nintendo Wii. Zu den Anfangszeiten der Wii. Ja. Anfang 2007 ist es erschienen. Miro sagt Apple. Ja, ich habe das Spiel mitgebracht für Dani LP, da er es noch nie gespielt hat. Und deswegen werden wir auch den Einzelspieler-Modus spielen. Und ihr werdet euch fragen, wie könnt ihr denn, ihr seid doch zwei Spieler, wie könnt ihr den Einzelspieler-Modus spielen? Ganz einfach, er spielt die Story durch, da ich das Spiel komplett kenne. Und danach spielen wir das Spiel nochmal und wechseln uns immer wieder bei jedem Minispiel ab. Also das Spiel ist aus kleinen Mikrospielen, die wir bewältigen müssen. Aber das seht ihr alles später. Ja, kleine Hintergrundgeschichte. Ich habe den DS-Teil damals noch gespielt. Ich glaube, so das erste Nintendo DS-Spiel ist, das ich hier besessen habe. Und oh boy. Und ja, deswegen freue ich mich schon so ein bisschen hier drauf. Geil. Und ja, ich würde sagen, ich fange da mal an. Ja. Start. Gidoki. So, jetzt kommt wieder der Story-Modus, ne? Ja. Stimmt, wieder so in verschiedene Charaktere eingeteilt, ne? Richtig. Dann gib bitte deinen Waffen rein. Was ist der überhaupt rein? Nö. Dann darf ich über den. Machen wir das so. Ja. Die, okay. Okay. Nett. Du hast kein Bier steht. Nein. Nein. Dann nehmen wir ihn ja. Ja, nehmen wir ihn. Und zwei drin ließ im Wii-Kanal erstellt. Ich hab doch einen Wii, aber nicht in der. Nicht da drauf. Bist du links oder Rechtshänder? Ja, wir sind beide Rechtshänder. So. Führe deine Hand durch die Handgelenkschlaufe. Das machen wir natürlich nicht, weil wir brechen die Regeln. Ich mach da. Verwende immer die Handgelenkschlaufe, spiel mit ausreichend Platz und lass dich gehen. Naja, Platz. Das Mikro ist hier ein paar Schritte hier so an mir. Und auch an mir. Also ja. Sobald ich irgendwie so durchschlagen muss, dann fliegt das Mikro mal irgendwie auch was. Wir können uns ja irgendwie was ausdenken. Also, Erklärungssteuerung. Platziere den Cursor auf einen Ort und drücke zum Spielen A. Drücke X zum Hereinzoomen und Minus, um die ganze Karte zu zeigen. Drücke B, um Erklärungen im Stellverlauf anzusehen. Okay, ja, Wario haben wir nur, ne? Ja, fürs Erste haben wir nur Wario. Also. Fabrik. Ja, mal rein da. Ja, Wario. Mysteriöser Formstab gefunden. Ich nehme an, die Minispiele unterscheiden sich so von jedem Charakter irgendwie so. Ja, du hast es am Anfang erst gezeigt. Oh, guck mal da. Das könnte, glaube ich, sein. Cool. Donuts. Ne? Wie weg. Warte, du. Bleib stehen. Komm zurück. Oh, da ist der Tempel aus dem Intro. Genau. Hä? Was geht hier vor? Antike Wii Family. Nein, Indiana Jones war genauso, wenn ich nach Hause komme jeden Tag. Jetzt achtet mir bitte auf den Sprecher, der jetzt kommt. Die Fernbedienung. Halte den Formenstab waagrecht mit dem Zeiger nach vorn. Diese einfache Haltung stellt eine der härtesten, aber schönsten Sportarten dar. Das Seppen. Ja. Okay, jetzt geht's los. Fang an. Okay, angeln. Hochziehen. Hochziehen. Was? Achso. Mistake. Gar nicht verstanden, was da überhaupt passiert ist. Darstellen, zurückstehen, zurück. Nur die Wii. Mistake. Ich muss noch reinkommen. Nee, du musst nur so halten. Achso. Oh Gott. Bye-bye. Ah, okay. Oh, rasieren. Hidoki. Ja, erste Minispiel, ich habe nur ein Leben, dann kann er noch nicht gehen. Schwenken. Exzellent. Es kann sein, dass das Spiel immer mal wieder schneller wird, so wie jetzt. Ja, das. Und? What? Und ich... What? Oh, meine Nase. Und schon Game Over. Ja, okay. Gut, jetzt weiß ich wenigstens. Jetzt weiß er auf jeden Fall mal, wie es geht. Und hier hast du auch nur eine Form. Wie wär's, wenn du die Hand ein bisschen weiter zurücksetzt? Etwa so. Also nochmal. So.
Bams. Ich bin überhaupt nicht ich, Mann. Hier, ja, Socke, Socke. Oh. Excellent. Socke. Was sagt? Rasieren, rasieren. Yeah. Oh, das war viel besser jetzt. Springen. Ho! Ho! Frustat. Excellent. Okay. Okay, so. Jetzt angeln. Hallo. Oh, meine Güte. Excellent. Ich dachte, ich muss die ganze Zeit immer werfen. Nee. Irgendwie nur bewegen hier. Und schneller. Schießen. Mit A. Auf die Markierung und A. Ja, jetzt auf einmal A drücken. Und bohren. In die Nase, nach vorne. Mach ich doch. Durch. Ja. Ich glaube, ich muss irgendwie in der Mitte gehen, das funktioniert so nicht. Ja. Der Boss. Warte, den mache ich ja jetzt voll platt. Und fächeln. Aus meinem Weg. Bei dem fächere ich auch weg. Ja, einfach fächern. Einfach fächern und. Hast es geschafft. Mitgefächert. Geil. Du hast es geschafft. Das war verrückt. Aber ich habe eine antike Fernbedienung. Also genau. Er hat eine Fernbedienung gekriegt. Der Schatz ist mein. Mein. Meins. So. Und ich habe Farbe. Er hat Farbe gekriegt. Ja. Ach, den kenne ich. Das Mona. Das Kino. Oh, der Formtempel. Sieht so aus, als wäre im Süden der Stadt gerade etwas Neues aufgetaucht. Sieh es dir mit Hilfe des Zooms doch mal genauer an. Nee, das machen wir nicht, aber wir spielen jetzt erstmal nochmal Wario. Okay. Und jetzt spielen wir diesmal so weit, wie wir kommen. Wird auch noch ich machen oder du? Ja, aber diesmal machen wir beide. Du fängst an, dann gibst du mir die Fernbedienung weiter und dann immer so weiter. Also nach jedem Spiel oder was? Ja. Okay, dann muss ich meinen Handschlaufe abnehmen, glaube ich. Denn wir spielen noch nicht mit Handgelenkschlaufe. Ich weiß nicht, ob wir das aber zeitmäßig schaffen, so die ganze Zeit, wenn die Spiele so schnell weg sind. Ja, na, doch, irgendwie, doch, wir schaffen das schon. Dann drück mal. So, schaff ich. Excellent. Okay, gut. Gucken, ob das von deiner Perspektive besser geht. Okay. Wir müssen das Mikro neu positionieren gleich. Ja. Wow. Kommt man irgendwann, wenn man irgendwie einen Highscore knackt oder so? Okay. Mal schauen. Wow, hast du rasiert. Das hast du wie bei mir jeden Morgen. Ich soll mich auch mal wieder rasieren, aber ich hab keinen Bock dazu. Excellent. Ich muss mich rasieren, weil sonst sieht das so aus wie bei Wario nach 2 Tagen. Okay. Okay. Yeah, er hat in der Nase gebohrt. So ganz langsam. Ah. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin ein bisschen schneller. Oder so einfach. Ja, muss einfach nur fächern. Moin! Fächeln und ja. Geh runter, ich habe einen 10 Tonnen schweren Roboter mit dem Fächer weggehauen. Ja, und jetzt kommt natürlich das Allerbeste, jetzt müssen wir pausen. Ja, okay. Der Bodenständige. Oh. Was bringt das? Wie gut, dass wir das nicht eigentlich gut machen müssen, aber es sieht lustig aus, wenn wir eine Facecam hätten. Oder, ja. Oh, what? Ja, also. Da geht unser erstes Leben. So, festdrücken. Festdrücken. Gesucht wegen Luftverschmutzung. 1000 Euro Belohnung. Ich bin verschwitzt, wenn ich so einen Puff angucken will. Didoki. Also wie weit kommen wir? Also ich hab's mal alleine bis 120 mal geschafft. Frühstart, Alter. Los, hau rein, Alter. Hier, Socke. Einer meiner Socken. Excellent. Ich hab mal ein Mikro ab. Nee, ja.
Ihr müsst wissen, er hat wirklich eine Socke, er hat wirklich zwei Socken in seinem Mikro. Ja. Das ist ihm immer frisch gewaschen, sagt er mir zumindest. Oh, mit dem Zeigefinger! Nee. Jetzt mal nehme ich den Mittelfinger. Nee, beim nächsten Mal gibt es zwei Finger. Excellent! Okay, 17, geht doch gut. Oh, nein. Zurück. Ja. Ich versuche auch. Nein. Ah. Oh Gott. Beide Level hier, verballert. Level für jeden, meinst du? Ja, löst doch gleich an. Ich fächle euch weg. Oh Gott, der hat einen neuen Roboter. Schüttel, schüttel. So wird's gemacht. Und dann fliegt er zu seinem Planeten zurück, der Fischer. Naja, genau. One up. Den Boss gibt man One up. Posen. Posen? Ja. Wir haben diese Pose gerade eingenommen. Neuer Level, dritter Level. Oh, ich habe voll Flashback. So. Jetzt mal dabei. Excellent. Also, was sagst du denn zu dem Spiel? Ich bin so lustig. Ich weiß. Yeah, wer ist das denn? Keine Ahnung. Das könnte ein Klappbier sein. Irgendein Fremder. Oh, sorry. Oh, oh. Ja, ich kann das nicht so kontrollieren. Wir müssen das Mikro neu besiegen. Das werden wir auch, bevor der nächste Part losgeht, auch machen. Schwenken. Oh. Jetzt muss ich da machen. Schneller! Hau rein! Das war knapp! Ich glaube, dich hier schon mal schwenken musste, ey. Okay, schneller und meine Zeit ist gekommen. Excellent! Excellent. Oh, mit zwei Fingern? Keine Ahnung, ich bin Profi da. Dann will ich das sogar glatt abkaufen. Yeah! Okay, der Boss. Komm wieder. Immer noch 9 spielen. Flieg und Sieg. Was ist der? Der schützt dich. Ja, der Shogun-Megasaur oder was? Oh, what? Er ist zu nahe gekommen. Einfach nur geschwenkt, wie blöde. Dann darfst du schwenken, wenn sein Arm oben ist. Das Geheimnis. Oh, niemand darf mich erkennen. Das war die Jojo bis Adventure-Pose. Ja! Wollte ich auch gerade sagen. Ah! So, bis 30 werden wir ja noch schaffen, wenigstens. Ja, komm. Schaffen. Nein, wieso? So zurück, die Family muss gerade bleiben. Mann. Aber okay, wir haben es geschafft. 29 statt 3. Ja, 29. Sollen wir noch eine Story machen? Na klar. Okay, deine Zeit allein. Bist du bereit dafür? Ja. Yeah. War nicht eine Pizzakurierin im ersten Teil? Ja. Jetzt ist sie eine Cheerleaderin. Ja, sie ist auch sogar die Anführerin der Cheerleader-Gruppe. Heute wird wahrscheinlich nicht so lange sein. Ich habe das Gefühl. Sie ist auf jeden Fall sehr viel mehr Spieler als Wario. Cheerleader voran. Ah, schön. Jetzt halte ich fest, die Anführung der Cheerleader-Gruppe kommt natürlich zu spät. Zu spät, ja. Ich komme mit zu spät. Hey, wo ist der Hase? Bin gleich da. Ja, da wollte ich auch. Wo ist der Hase noch? Das ist Wunderland. Ja, was ist hier die Regel bei dem Spielen? Es gibt hier auf jeden Fall, ich kann es euch auch nicht mal sagen, bei Wario war es ja so, da gab es nur eine einzige Form. Bei Mona ist es natürlich so, da werden mehr Formen kommen. Also stell dich schon mal auf ein, dass du deine Form wechseln musst. Ja, ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Yeah. Okay, fang an. Die Fernbedienung. Immer noch. Suchen. Da. Ja, aber knapp. U-A. Der Regenschirm. Halte den Formenstab senkrecht. Der Daumen ruht auf dem Knopf. Mit dieser Haltung gibst du dich dem Gelächter deiner Freunde preis. Trag's mit Fassung. Der Regenschirm. Okay, austrinken. Okay. Oh, was?
Die Fernbedienung. Also, das sagt mir immer. Okay, gut. Stopp. Scheißmecker. Jetzt aus dem Fenster werfen. Das muss auch realistisch sein. Wart. Die Stange. Drehe den Formenstab quer und greife die Enden falsch mit beiden Händen. Das steht doch genauso. Als ob du Fahrrad fährst. So. Zur Verbesserung der Haltung sind Anmut, Ausdauer und Radlerhosen nötig. Was keine Radlerhosen. Ich habe doch keine Hosen an. Go Diamond City. Okay. Und der Regenschirm. Fucking fliegen. Sehr schön. Die Stange. Komm. Spiel so random. Legen wir eine Schippe drauf und machen schneller. Ah, oh, zieht Nasenhaar raus. Oh Gott. Oh. Genau wie bei mir jedes Mal. Dieses Spiel ist so verrückt. Nein, der Schwarze darf nicht raus. Wir mussten erst alle raus. Ach so. Der Regenschirm. Okay, lauf. Oh Gott. Ich dachte, ich muss da vorhin zumachen, ne? Die Fernbedienung. Ah, rette sie. Ah, rette sie. Oh, oh, nein. Nein, stopp. Oh, sie ist tot. Der Regenschirm. Schütteln. Abschütteln. Ja, pass auf, wir spielen ja Donkey Kong. Ja, wir spielen das ja auch im Moment. Der fällt euch. Okay, machen wir den Boss. Okay. Bist du bereit dafür? Was muss ich da mal machen? Ringschirm? Ja. Ja. Okay. Das ist okay. So, du. Schwarze muss nach blau. Alle, die blaue Hosen haben, müssen nach links. Nach rechts. Können nicht alleine irgendwie wissen, wo die hin müssen, ne? Ja. Wo sind die eigentlich? Aber du hast es geschafft. Na, oh Gott. Wie viele Minuten haben wir eigentlich bereits? Wir haben ja das 10 Minuten. Ja gut, dann könnten wir jetzt nochmal, könnten wir jetzt beide jetzt nochmal spielen. Ja. Und dann den Part beenden. Aber wie ihr sicherlich schon hören könnt. Oh Gott, das sind die Teufel. Die Teufel? Das ist der Teufelsdreier, oder? Mona. Dies ist für dich. Oh mein Gott. Was? Touchdown. Singt und tanzt für die Rüpel, die in letzter Minute alles geben. Was, wir sind die Rüpel? Ja. Ey, da ist auch voll. Oh mein Gott, der traut sich. Und sie ist weg. Was? What? Da traut er sich zu fragen und dann ist die Captain, die Anführerin schon weg. Yeah. Oh, die Kat, beiden. Kat und Anna. Genau. Ja. Und jetzt kommt jemand Neues. Den kennst du nicht, ne? Ja. Nee. Okay. Dann nochmal rein. Ja, wir wechseln uns wieder ab. Ihr kennt das Prinzip. Schier, wieder voran. Ja, wir sind wunderschöne Schier, ja. Können wir da. Der Regenschirm. Dreh. Ja. Oh Mama Mia. Oh, Salami-Pizza. Meine Lieblingspizza. Hey, es gibt bei mir einen guten Pizzabäcker. Pfannkuchen. Muss ich mal wieder essen, ey. Wir hätten die anderen beiden gemacht. Das war alles nicht. Das war alles Magie. Ja. Okay. Der soll nicht sehr professionell aussehen. Der hat den Job bekommen, ey. Scheiß Wecker. Wenn ich so einen Wecker hätte, würde ich jedes Mal aus dem Fenster werfen. Ich auch. Die Stimme. Jetzt. Ich werde da wieder voll von deren Nase jetzt zuhauen. Das war echt nicht nett von dir. Das musste ich mal. Ich dachte, der Schwarze darf nicht entkommen. Okay. Okay, komm, legen wir eine Schippe drauf, schneller. Oh Mann. Ich habe nicht so einen schnellen Regenschirm. Und! Yay! Stirb! Voll Brutalität, ey, in diesem Spiel.
Romeo. Romeo, Julia. Romeo und Julia. Da muss der denn über ins Meer gehen, ey. Das ist mir auch neu. Rette sie! Nein. Du hast sie sterben lassen, du Mörder. Nein. Ich rette dich. Das sind die Dinger, die man umpusten musste im ersten Teil. Und die man nicht umpusten durfte, die war so, da kann ich immer am besten. Ja, genau. Genau, im Touch-Teil, da durfte man nicht umpusten. Ja, da fand ich immer so immer. Genau, da steht nicht pusten. Und jetzt mal wirklich, wer hat da gepustet? Ich schreib's in die Kommentare. Also jeder, der Mario über Touch gespielt hat und dieses Spiel kam, schreibt in die Kommentare, wer hat da gepustet? Ich habe da immer, wenn die aufgetaucht sind, habe ich schon so Luft geholt bei jedem Spiel. Und dann kamen die auf einmal und ich denke mir so. Dann auf einmal so, und dann sind die weggeflogen. Ich hab da auch schon mal gerne. Geh da rein. Mein Gott, warum müssen die denn alle pinkeln, ey? Ja, mal ganz dringend für kleine Königstiger. Boah, die kommen da irgendwie nicht mehr da raus. Nee. Ins Klo gefallen. One up. Posen. Wenn wir eine Facecam hätten, das würde so bescheuert sein. Was ist das denn für eine Pose, ey? Du glaubst nicht, was ich schon alles für Posen gemacht habe. Ah, ich hab dich gerettet. Die Krokodile. Mein Gott. Bei mir wäre die wieder runtergefallen. Du bist ein grausamer Mörder, weißt du was? Lauf. Ich hab dich erlegt, doppel null. Aber deine persönliche Leistung. Also was hältst du von diesem Spiel? Ja, ich find's witzig. Bisschen random. Es ist sehr random. Ja. Den Funk. Oh, komm her. Du hast ihn. Jetzt gehen wir zu unserem Planeten. I must go, Johnson. My planet needs me. Zerstören. Yay, yeah, ich hab die Erde verteidigt. Und diese unschuldigen Außerirdischen getötet. Ja, weiß vielleicht, waren sie ja gar nicht so unschuldig. Oh, ich dreh voll durch. Oh. Wir könnten es noch sehr weit schaffen, habe ich so gefühlt. Ich habe auch das Gefühl. Hab einen kleinen Oli mal gefunden. Ja, ich sehe auch schon, irgendwann fällt uns die Fernbedienung so mitten im Flur runter. Ja! Fächeln um dein Leben. Ich habe Patrick Star gekocht, das wollte ich nicht. Du kannst doch so wagen. Ich habe Patrick Star gekocht. Oh, so trinkt man nicht. Wieso trinkst du nicht so? Ich trinke. Hier, das ist genauso wie die Frage, so wie trinkst du? Ja, wie trinkst du dein Bier? Glas oder Flasche? Kasten. Ja, Kasten. Einfach, boah, dude! Einfach alle aufmachen. Oh, jetzt musst du ihn sagen, wohin. Du gehst nach dahin! Nein. Boah, sieht blöd. Oh, Männchen. Weibchen. Oh. Mein Gott. Wann fangen wir denn hin? Da liegt so ein böser Stein. Jetzt nochmal. Nein. Wir könnten es wirklich weit bringen. Was haben wir denn jetzt? Posen. Yeah! Der Elvis. Elvis! Der Quatschen. Da war das Elvis im Disco. Stimmt. Elvis war der König des Rock'n'Rolls. War der King of Disco. Zerstört. Oh! Was? Na, du wurdest getroffen. Ach so, war. Das Alien hat sich gewehrt. Jetzt wird es die Weltherrschaft an sich reißen. Dann einfach auf den Ball. Das frage ich mich auch gerade. Ja, oh, hi, was geht? Na? Rette den Funk! Ja, Unterleiter! Boah, das war knapp! Das geht.
Nur kommst du mit mir nach Hause. Würdest du dir auch so einen Funk mit nach Hause nehmen? Ja, dann ich. Ja, die 30, nein. Was? Ich hab gewonnen! Jetzt sah irgendwie, als hätte die 30 gewonnen. Nee, nicht in meiner Welt. Rausziehen! Und nochmal! Ich zieh doch! Du hast nicht fest genug dran geglaubt. Ich hab dich gerettet, schon wieder. Ah ja, nee, wie oft? Ja, muss ich die retten, ey? Das ist ja schlimmer als Peach, ey. Ja. Die sieht sogar irgendwie so aus wie die. Das ist irgendwie unheimlich. Das ist echt gut. Regenschirm. Ja, übergeht. Nein. Hand war nicht offen. Wie blöd bist du eigentlich, ey? Warum gibst du den? Wer gibt denn so jemanden was? Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Oh, jetzt verliere ich. Oh, das Army, oh, was? Yeah, hat, okay, hat noch gezählt. What? What? Ja, jetzt gehen wir dran. Hochwerfen und fangen. What? No. No. Okay. Kennst du dieses Spiel? Ball im Becher? Ja, ja. Da wirfst du den Ball hoch und fängst und musst den Ball dann auch selbst wieder fangen. Ja, ja, das weiß ich. Aber 37 Punkte. Ja. So über 30 wäre auf jeden Fall so ein gutes Ziel immer. Ja. Na gut, okay. Das reicht dann auch für den ersten Part. Ja, würde ich auch sagen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann wird weiter random shit kommen. Ja. Bis dann, also. Tschüss.